grüße euch ganz herzlich im Namen Jesu Christi. Ich wurde von Bruder Lothar Gassmann gebeten, über das Thema die Anfänge der Pfingstbewegung zu sprechen. Das, was ich euch heute Morgen weitergebe, habe ich selbst durch das Studium der Literatur kennengelernt, was man in der deutschen Literatur oft so nicht findet. Und ich muss auch eines sagen, die amerikanischen Pfingstler sind ehrlicher, was die Geschichte ihrer eigenen Bewegung angeht. In der deutschsprachigen Literatur verhält es sich oft so, dass man ein idealisiertes Bild von der Pfingstbewegung zeichnet, so als wäre der Heilige Geist vom Himmel gefallen auf geisterfüllte Brüder, die dann die Werke und die Früchte des Heiligen Geistes hervorbrachten. Das ist aber mitnichten so. Und ich rede hier nicht als ein Gegner der Pfingstbrüder oder der charismatischen Brüder, sondern als jemand, der diese Geschwister schätzt, aber der leider sagen muss, es sind irrende Geschwister. Nun, wir wollen zu Anfang aus Johannes 16 die Verse 13 bis 15 lesen. Johannes 16, die Verse 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Nun, der Heilige Geist hat ein weites Betätigungsfeld unter Gottes Volk. Er wird, das haben wir gerade hier gelesen, einmal die Jünger, die Gläubigen in alle Wahrheit leiten. Und damit ist gemeint die Wahrheit des Wortes Gottes. Also nicht die Wahrheit irgendeiner Denomination, und davon gibt es ja sehr viele, sondern in die Wahrheit des Wortes Gottes. Und das Zweite, der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Und Luther übersetzt das so schön mit, er wird Jesus verklären. Umso mehr man sich mit dem Heiligen Geist beschäftigt, umso deutlicher wird, dass der Heilige Geist in den Hintergrund tritt und dass der Heilige Geist ein großes Ziel hat, nämlich Jesus und das Wort Gottes in den Vordergrund zu stellen. Es ist wie mit einem Lichtmeister in einer Manege. Ein Lichtmeister, der im Verborgenen irgendwo unter dem Dach der Zirkuskuppel sitzt, hat einen großen Scheinwerfer. Und was tut er mit diesem Scheinwerfer? Er richtet den Lichtstrahl auf den Hauptdarsteller. Und dann folgt er diesem Hauptdarsteller auf der Bühne und setzt ihn immer ins Licht. Und genau das tut der Heilige Geist. Der Heilige Geist will Jesus verklären und sein Erlösungswerk, aber er will nicht die Aufmerksamkeit auf sich selber lenken. Stellt euch einmal vor, ein Lichtmeister würde den Lichtkegel statt auf den Hauptdarsteller auf sich selber wenden. Dann hätte er seinen Auftrag völlig verfehlt. Und das haben Pfingstler und Charismatiker, vor allen Dingen die extremen Pfingstler und Charismatiker, noch nicht so recht begriffen. Denn der Name sagt ja schon, wofür sie stehen. Pfingstler betonen das Pfingstereignis in Apostelgeschichte 2 und darum nennen sie sich Pfingstler. Also das Zungenrede und das Kommen des Heiligen Geistes. Charismatiker betonen wie Pfingstler die Charismen, die Charismata, also die Geistesgaben wie Gabe der Heilung, Gabe des Zungenredens, Prophetie und so weiter. Da wird also der Fokus auf etwas gelenkt, wo die Bibel eigentlich etwas ganz anderes dazu sagt. Und als Folge davon kommt es zu Verirrungen und zu Verwirrungen. Da veranstaltet man Holy Spirit Nights oder Heiliggeistabende und will den Heiligen Geist in besonderer Weise erfahren. Aber was geschieht? Die lieben Geschwister
versumpfen irgendwo in Emotionalismus, bestenfalls und schlimmstenfalls öffnen sie sich in den extrem charismatischen Kreisen okkulten Geistern. Der US-Charismatiker John Wimber, treibende Kraft der Vineyard-Bewegung mit 45 Gemeinden im deutschsprachigen Raum, schrieb in einem Brief, einem pastoralen Brief im Jahre 1994 an seine Pastoren der Vineyard-Gemeinden folgendes, ich zitiere: Ich muss eingestehen, dass gewisse Manifestationen des Geistes, die wir seit 15 Jahren in unseren Gottesdiensten erleben, wahrscheinlich dämonischen Ursprungs sind. Also hier das Selbstzeugnis eines Charismatikers. Der Pfingstler Ludwig Eisenlöffel, Jahrgang 1928, der seit den 1950er Jahren der Deutschen Pfingstbewegung, also dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, BFP, angehörte, schreibt rückblickend auf die Anfänge der Deutschen Pfingstbewegung um 1906. Die Pfingstbrüder gaben unumwunden zu, dass sich in der neuen Bewegung nicht nur Göttliches, sondern auch Seelisches bzw. Menschliches und unter Umständen Dämonisches manifestierte. Also hier das Zeugnis eines Pfingstlers. Kurz vor der Entstehung der Pfingstbewegung kam es in Wales zu einer Erweckung. Jessie Penn Lewis, eine charismatisch, mystisch geprägte Predigerin aus dem Umfeld der Heiligungsbewegung, war selbst Augenzeugin dieser Erweckung. Nun, sie schreibt in ihrem Buch folgendes, Titel des Buches, Der bedrohte Christ. Es gibt religiöse Teufel. Sie sind nicht heilig, aber immerhin religiös. Sie sind zur Stelle und flüstern ihr allerhand Vorschläge zu, indem sie vortäuschen, der Heilige Geist zu sein. Sie drängen zu etwas Seltsamem, Überspanntem oder zu etwas, das der gesunden Vernunft oder guten Manieren widerspricht. Ein Mann warf sich stöhnend und schreiend zu Boden, mit Händen und Füßen um sich schlagen, und ein Dämon fuhr als Engel des Lichts in ihn und brachte ihm die Vorstellung bei, er würde vom Heiligen Geist zu diesem Benehmen getrieben. Ein passiver Geist und ein unbeherrschter Leib sind keine brauchbaren Organe für das Wirken des Heiligen Geistes. Die Folgen sind überwältigende Erfahrungen, aber keine wahre Frucht. Die Nachahmung der Gegenwart Gottes wird hauptsächlich vom Körper gefühlt und durch die physischen Sinne wahrgenommen als Feuer, durch Strömungen, während der menschliche Geist sich in einem untätigen, passiven Zustand befindet. Jessie Penn Lewis, der bedrohte Christ. All das waren jetzt Zitate, nicht von Gegnern oder Kritikern der pfingstlich-charismatischen Bewegung, sondern Zitate von Pfingstlern und Charismatikern aus der Vergangenheit und Gegenwart. Wie betrübt es doch den Heiligen Geist, wenn wir solche Manifestationen zulassen in Gottesdiensten und meinen, dies sei der Heilige Geist. Um bei dem Bild des Lichtmeisters zu bleiben, stellt euch einmal vor, eine betrunkene Horde kommt hinein in die Zirkusmanege, entreißt dem Lichtmeister den Lichtkanal und lenkt diesen auf sich selbst und sagt dann, hier spielt jetzt die Musik, das ist das Entscheidende. Und genau das passiert geistlich gesehen in vielen extrem, ich betone, extrem pfingstlichen und extrem charismatischen Gottesdiensten. Man lenkt den Blick auf das religiöse Fleisch und meint, der Heilige Geist sei am Wirken, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Wo immer der Heilige Geist wirkt, liebe Geschwister, das wissen wir aus der Heiligen Schrift, geschieht Folgendes. Erstens, der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus, er verklärt Jesus, er stellt Jesus in den Mittelpunkt. Zweitens, er schenkt Verständnis des Wortes Gottes. Das heißt also, er führt uns in alle Wahrheit, in die Wahrheit des Wortes Gottes. Er bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
da er ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist, bedeutet dies, dass umso mehr Besonnenheit wir haben, umso mehr Heiligen Geist haben wir. Und das Umgekehrte gilt auch. Also gerade wenn extrem Charismatiker unbesonnenes Verhalten an den Tag legen, ist doch das gerade der Beweis, dass das nicht das Wirken des Heiligen Geistes sein kann. Der Heilige Geist leitet uns in unserem Wandel und in unserem Gebet. Der Heilige Geist gibt Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis des Vaters. Er überführt von Sünde und er tröstet die Bußfertigen. Nun im Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 11, steht folgendes Wort. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Das ist eine Frage. Wir wissen, das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort heißt natürlich nein. Ich habe eins gelernt, als ich mich mit der pfingstlich-charismatischen Bewegung auseinandersetzte. Wir müssen zurück zu den Quellen. Wenn wir die Quelle kennen, können wir beurteilen, ob eine Lehre, eine Bewegung vom Heiligen Geist gewirkt, von Gott gewirkt ist oder ob dies nicht der Fall ist. Nun, die Anfänge der Pfingstbewegung liegen in den USA. Und sie ist in der gängigen Literatur hierzulande, wie auch in der englischsprachigen Literatur, mit zwei Namen verbunden. Zunächst einmal Charles Parham, der als allererster die Lehre über die Geistestaufe und die Zungenrede als Zeichen der empfangenen Geistestaufe formulierte. Das war eigentlich die Basislehre mehr oder weniger aller Pfingstdenominationen. Der zweite Name ist William Joseph Seymour. Er übernahm die Lehre der Geistestaufe und des Zungenredens von Charles Parham und mit ihm begann 1906 in der Azusa Street in den USA die amerikanische Pfingstbewegung. Aber in meinen Studien habe ich noch tiefer gegraben. Und ich bin auf eine weitere Person gestoßen. Denn ich wollte wissen, wer hat Charles Parham beeinflusst? Denn er hat ja auch Wurzeln. Und bei meinen Studien und Forschungen bin ich auf den Namen Frank Sanford gestoßen. Frank Sanford war es, der Charles Parham beeinflusste. Und Charles Parham wiederum war derjenige, der William Joseph Seymour beeinflusste, mit dem die amerikanische Pfingstbewegung ihren Anfang nahm, die sich ja dann schnell global ausbreitete. Nun zunächst zu Frank Sanford. Frank Sanford war zunächst ein Baptistenprediger. Er verließ aber seine Denomination und begann als konfessionsloser Prediger in den USA Predigtdienste zu tun. Sanford behauptete, und da sehen wir schon die Anfänge, ein Engel Gottes sei ihm erschienen und habe zu ihm gesprochen. Er solle eine Bibelschule eröffnen. 1896 gründete er in Maine an der Nordostküste der USA eine Bibelschule mit dem Namen The Holy Ghost and Us Bible School, also auf Deutsch die Heilige Geist und wir Bibelschule. Merkt ihr was? Da ist schon die Akzentuierung auf den Heiligen Geist gelegt. Und es war in der Tat eine besondere Bibelschule. Es gab keinen systematischen Lehrplan. Dozenten waren überflüssig, da der Heilige Geist der einzige Lehrer war. Es gab auch keine Ausbildungszeit, wenn die Brüder den Eindruck hatten, nun ist jemand bereit, in den Dienst zu gehen, aufs Missionsfeld oder in den Predigtdienst, in den Reisedienst in den USA, dann sandte man die Leute einfach los. Das konnte nach wenigen Wochen, nach Monaten, vielleicht auch erst nach einem Jahr sein. Die Kirchenhistorikerin Edith Blumhofer schreibt über die Gottesdienste an Frank Sanfords Bibelschule. Ich zitiere. Die Gottesdienste waren von emotionaler Überschwänglichkeit und dauerten viele Stunden. Die Teilnehmer riefen, klatschten, sangen spontan, kämpften gegen den Teufel.
Eine Übung, bei der sie laut schrien, ihre Fäuste erhoben und unter heftigen Verrenkungen ihre Wut gegen unsichtbare Mächte richteten, die angeblich gegenwärtig waren. Sie fasteten und beteten und redeten ekstatisch. Während eines Aufenthalts in Palästina im Jahre 1902 erklärte sich Frank Sanford durch eine Eingebung Gottes zu einem Nachkommen des Königs David. Er benannte seine Bewegung um in The Kingdom, das Königreich. Das Weltende, und das ist typisch für Pfingstler und Charismatiker, falsche Prophetien, das Weltende prophezeite er für den 15. September 1909. Als das Weltende ausblieb, korrigierte er seine Prophetie. Im Dezember 1910 entschied sich Sanford, mit mehr als 70 Männern und Frauen auf 2 Segelschiffen Richtung Afrika zu begeben. Gott habe zu ihm gesprochen, er solle dort eine Missionsstation errichten. Tatsächlich liefen die beiden Segelschiffe die Küste Afrikas im März 1911 an, aber ein Segelschiff lief auf Grund und so musste man die Passagiere des einen Segelschiffes auf das noch intakte andere Segelschiff übernehmen. Interessanterweise ging Sanford mit seinen Anhängern nicht an Land, um die Missionsschule zu gründen, wie Gott es ihm doch angeblich gesagt hatte, sondern aufgrund eines Impulses, wieder also eine Stimme Gottes, die ihm sagte, weiter, segelte er weiter über den Atlantik. Allerdings, jetzt war natürlich das eine Segelschiff total überbelegt und man hatte zu wenig Nahrung und Proviant. Als Sanford mit dem Segelschiff den Atlantik überquert hatte und vor USA und Kanada segelte, hatte er erneut einen Eindruck, er solle nicht ans Land gehen. Wieder so eine Stimme des Heiligen Geistes. Aber die Situation auf dem Boot spitzte sich zu. 6 Menschen starben an Skorbut. Jetzt musste Sanford an Land gehen. Er wurde dort verhaftet und 1911 zu 10 Jahren Haft verurteilt. Vom Gefängnis aus leitete er seine Glaubensgemeinschaft weiter, die auf wenige Anhänger schrumpfte. 1918 wurde er 3 Jahre früher aus der Haft entlassen wegen guter Führung. Kaum war er entlassen, sammelte er wieder eine Schar um sich und er behauptete, Elia zu sein. Und zwar der Elia, der an der Seite von Mose dann als der letzte Zeuge oder als die letzten beiden Zeugen in Jerusalem auftreten werden, kurz bevor dann Jesus wiederkommt. Aber es kam nie so weit, denn er starb nicht in Jerusalem, sondern am 4. März 1948 in Hobart im Staat New York. Frank Sanford, diese verirrte Seele von ihr Lehrer, war es, der Charles Parham beeinflusste. Und Charles Parham wiederum übte entscheidenden Einfluss auf William Joseph Seymour aus, mit dem die Pfingstbewegung ihren Anfang nahm. Diese 3 Personen sind die Wurzeln der amerikanischen Pfingstbewegung und damit der weltweiten Pfingstbewegung. Und diese 3 Personen sind die Quelle, aus der das Bittere des pfingstlich-charismatischen Geistes sprudelt. Und aus einer Quelle kann nicht zugleich das Bittere und das Süße hervorsprudeln. Zu Charles Parham. Edith Blumenhofer schreibt über den Einfluss von Frank Sanford auf Charles Parham. Ich zitiere. Parham baute seine Bibelschule nach dem Modell einer Bibelschule auf, die er auf seinen Reisen kennengelernt hatte. Sie befand sich in Maine und war im Jahre 1895 von Frank Sanford, einem ehemaligen freien Baptistenprediger, gegründet worden. Sanfords Bibelschule gehörte zu seinem Vorhaben, die Wiederherstellung aller Dinge zu bewirken und das Reich Gottes zu errichten. Parhams Begegnung
Mit Sandford war ausschlaggebend für die Entstehung des Pfingstlertums. Diese wenig bekannte Person hatte vieles vorweggenommen, wofür das Pfingstlertum bekannt werden würde. Es war also an Frank Sandfords Bibelschule, wo Charles Barham zum ersten Mal die Lehre über das Zungenrede und die Geistestaufe hörte, und an Frank Sandfords Bibelschule hörte er auch vermeintlich das erste Mal das Sprachenreden oder das Zungenreden. Wir befinden uns also immer noch etwa um das Jahr 1895, 1896, 10 Jahre bevor die amerikanische Pfingstbewegung entstanden ist. Charles Barham ließ sich also von diesem Irrgeist von Frank Sandford anstecken und er gründete eine eigene Bewegung, die er Apostolic Faith, also apostolischer Glaube, nannte. Nach dem Vorbild der Bibelschule von Frank Sandford gründete er nun eine eigene Bibelschule. Charles Barham war überzeugt, dass noch in seinen Tagen Jesus wiederkommen würde, dass eine große Geistesausgießung über diese Welt kommen würde und dass weltweit sich viele, viele Menschen noch zu Jesus Christus bekehren würden, ehe dann das Ende und das Gericht kommt. Agnes Osman war schließlich die erste Bibelschülerin an seiner Bibelschule, also an der Bibelschule von Charles Barham, die am 1. Januar 1901 angeblich Chinesisch gesprochen habe. Das wurde nie bestätigt. Außerdem hat Agnes Osman angeblich Chinesisch geschrieben, in einem Akt von automatischem Schreiben in Trance. Und dieses Dokument, das wird von Pfingstlern wie eine Reliquie bewahrt. Man kann es im Internet abrufen, aber diese Schriftzeichen, die da heruntergekritzelt sind, die sehen alles andere als Chinesisch oder gar Japanisch aus, sondern vielleicht eher wie assyrische Keilschriften. Und bis heute hat niemand diese Schriften irgendwie entziffern können. Warum? Es ist einfach ein wildes Gekritzel. Und doch halten Pfingstler und Charismatiker daran fest, diese Frau wurde vom Heiligen Geist erfüllt, habe angeblich Chinesisch gesprochen und habe sogar Chinesisch geschrieben. Nun, Parhams Lehren waren derart verwirrt und unbiblisch, dass man nur den Kopf schütteln muss, dass manche Charles Parham als den eigentlichen Vater der Pfingstbewegung betrachten. Laut Parham hatte Gott am 6. Schöpfungstag den ersten Menschen geschaffen. Dieser erste Mensch bezeichnete er als die Söhne und die Töchter Gottes. Und diese Söhne und Töchter Gottes zeichneten sich durch folgende Merkmale aus. Sie waren geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, sie hatten ewiges Leben und sie sollten über die Schöpfung herrschen. Am 7. Schöpfungstag war alles noch gut. Aber am 8. Schöpfungstag, so Parham, merkte Gott plötzlich, dass niemand da war, die Erde zu bebauen. Steht so nicht in der Bibel, aber durch Eingebung hatte er das empfangen. Also musste Gott eine zweite menschliche Rasse schaffen. Und diese zweite menschliche Rasse bezeichnete Parham als die adamitische Rasse. Sie waren geschaffen von der Erde, nicht vom Himmel. Sie hatten kein ewiges Leben, konnten es aber empfangen. Und sie hatten nun die Aufgabe, die Erde zu bestellen, weil die Söhne und die Töchter Gottes das offensichtlich nicht hinbekamen. Und diese adamitische Rasse war also den Söhnen und Töchtern Gottes unterlegen. Nun kam es zu einem Problem. Kain, ein Glied der adamitischen Rasse, erschlug seinen Bruder. Daraufhin floh er aus dem Land Eden in das Land Nod, wo die Söhne und Töchter Gottes wohnten. Und dort nahm sich dann Kain eine Frau aus der ersten Rasse, die Gott geschaffen hatte, aus den Söhnen und Töchtern Gottes, und da kam es zur Vermischung dieser beiden Menschenrassen. Alles reine Theorie.
Und darum musste Gott eingreifen und das Gericht schicken. Und so sandte er dann die Sintflut und das Gericht über diese Menschheit. Palm formulierte eine Rassenlehre, die er aus allen möglichen Quellen zusammenzimmerte. Er sagte, Juden seien all jene, die Abraham als Vorfahren hatten. Und dazu zählte er die Hindus, die Japaner, den deutschen Hochadel, die Dänen, die Skandinavier, die Angelsachsen und deren Nachkommen. Zu den Nichtjuden zählte er die Russen, Griechen, Italiener, das deutsche Volk, die Franzosen und die Spanier. Diese seien beeinflusst durch John Wesleys Rechtfertigungslehre, Entschuldigung, durch John Wesleys Heiligungslehre und durch die Rechtfertigungslehre von Martin Luther. Diese beiden Rassen seien empfänglich für das Evangelium, aber die dritte Rasse, die Heiden, die waren völlig unempfänglich für das Evangelium. Zu dieser Rasse zählte er die schwarze Rasse, die braune Rasse, die rote Rasse und die gelbe Rasse. Parham und die Endzeit. Parham glaubte, wie viele Christen seiner Zeit, dass Jesus Christus bald kommen würde. Doch kurz vor dem Wiederkommen Jesu würde es in den USA zu einer großen Auseinandersetzung der Gemeinde Jesu und der guten Engelmächte mit den bösen Mächten des Teufels und den Dämonen kommen. In seinem Buch A Cry in the Wilderness, also Ruf in der Wüste, schreibt er Folgendes. Der Engel, über dessen Kopf das Schwert Union erscheint und der unsere Nationalflagge in einer Hand und ein Schwert in der anderen hält, kam aus dem Himmel herab, begleitet von einer Legion von leuchtenden Geistern. Diese stießen sofort zu den Einwohnern Amerikas, die fast vor einer Niederlage standen, aber die daraufhin sofort wieder Mut fassten, die Reihen wieder schlossen und erneut den Kampf aufnahmen. Der geheimnisvolle Engel holte Wasser aus dem Ozean und sprengte es über Amerika. Sogleich zog sich die dunkle Wolke der Dämonen zurück und zusammen mit den Armeen, die sie gebracht hatte, und so errangen die Einwohner des Landes den Sieg. Parham bezieht sich bei dieser Prophetie, die er hier niederschreibt, auf drei Quellen. Erstens auf das Buch Daniel, also eine biblische Quelle. Das zweite auf das apokryphe außerbiblische Buch Esra, also nicht zu verwechseln mit dem Buch Esra in der Bibel. Und drittens eine umstrittene Vision von George Washington, dem ersten Präsidenten der USA, die später von vielen Pfingstlern immer wieder aufgegriffen wurde. Inspiriert von der katholischen Mystikerin Madame Guyon, glaubte er, dass aus den Leibern der geheiligten und geisterfüllten Menschen eine Aura ausströme, die sie dann empfänglich machte für geistliche Dinge. Also wir sehen hier, wie auch der Katholizismus mit seiner Mystik hineinwirkt in diese Vorstellungen von Charles Parham. Parham teilte die Christen in drei unterschiedliche Gruppen ein. Erstens die Erlösten. Und die Erlösten, das waren schon besonders bevollmächtigte Christen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Denen sollte zum Beispiel extreme Wetterbedingungen nichts anhaben, also extreme Hitze oder Kälte. Dagegen waren diese Christen immun. Sie würden große Zeichen und Wunder wirken und würden vielen Menschen durch Handauflegung Heilung bringen. Die zweite Gruppe von Christen bezeichnete er als die Braut. Und die hatten eine besondere Mission. Sie sollten nämlich der Überrest unter den Christen sein, die nach Israel, nach Jerusalem gehen, um dort den Juden das Evangelium zu verkündigen. Sie würden bei der Wiederkunft Jesu dann entrückt werden und direkt mit Jesus über das tausendjährige Reich herrschen. Aber dann gab es die Elitegruppe. Das war die sogenannte
das sogenannte Man-Child, das Kind aus Offenbarung 12, und die nannte er die Überwinder. Und dieser Mann, das waren 144.000 ganz besonders ausgerüstete und gesalbte Christen, die das Privileg hatten, in der siebenjährigen Trübsalzeit hier auf Erden bewahrt zu bleiben und das Evangelium weitergeben zu können. Sie sollten dann einmal im tausendjährigen Reich direkt unter Christus und den 12 Stammaposteln den höchsten Rang unter allen Gläubigen einnehmen. Die Geistestaufe, so lehrte Parham, war etwas, das die Christen in dieser Zeit unbedingt brauchten. Und die Geistestaufe wurde bestätigt durch das empfangene Zungenreden. Das Zungenreden oder das Sprachenreden war für Parham eine Fremdsprache, die man ohne sie erlernt zu haben, einfach so empfing. Also etwa der Heilige Geist kommt über dich und du kannst plötzlich Hindu, Pakistanisch oder was auch immer für eine Sprache sprechen. Interessant, obwohl Parham göttliche Heilung predigte und lehrte, dass diese im Erlösungswerk mit eingeschlossen sei, also im Grunde jeder, der gläubig ist, auf seine Heilung pochen kann, war er sein Leben lang von Krankheit geplagt. Er verlor außerdem zwei seiner eigenen Söhne, den einen mit einem Jahr und den zweiten mit 37 Jahren. Aufsehen erregte der Tod der 9-jährigen Nettie Smith, deren Vater auf Ratschlag von Parham es verweigerte, dass dieses Kind Medikamente vom Arzt bekam. Nettie Smith verstarb. James Goff, Parhams Biograf, beschreibt das Ableben Parhams folgendermaßen und er entzaubert das Bild eines geisterfüllten Christen, dessen Wandel aufgrund der Geistestaufe beständig von Wunder und Zeichen begleitet war. Ich zitiere: Der Mann, der ihre theologische Identität, gemeint sind die, ist die theologische Identität der Pfingstler, der Mann, der ihre theologische Identität begründete, verlor sich inmitten von Skandalen und Lehrstreitigkeiten. Die endzeitliche Erweckung der Massen, die im Jahre 1901 die christliche Einheit verheißen hatte, wurde nie Wirklichkeit. Stattdessen entstand eine gespaltene Bewegung von pfingstlichen Sekten. Ihr Lehren, falsche Prophetien, Spaltungen, der Verdacht sexuellen Missbrauchs sowie Parhams Unterstützung des rassistischen und gewaltbereiten Ku Klux Klans, all das sind doch mit Sicherheit keine Früchte des Heiligen Geistes. Charles Parham war der Erste, der die Lehre der Geistestaufe und die Lehre der Zungenrede als eine Beglaubigung der empfangenen Geistestaufe formulierte. Und deswegen gilt er manchem Pfingstler als der eigentliche Vater der Pfingstbewegung. Nun, liebe Geschwister, ich stelle eine Frage. Haben sich die Vertreter der pfingstlich-charismatischen Bewegung jemals mit dem Ursprung, mit den Lehren und den Personen, die ihre Bewegung begründeten, intensiv auseinandergesetzt? Ich glaube nicht. Die Quellen der im Jahre 1906 entstandenen Pfingstbewegung waren somit von Anfang an unrein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kommen wir zu dem Mann, der 1906 die amerikanische Pfingstbewegung ins Leben rief: William Joseph Seymour. William Joseph Seymour war ein Schwarzer, der am 2. Mai 1870 in Louisiana als Sohn eines ehemaligen Sklaven geboren wurde. Er wuchs zunächst im katholischen Glauben auf, wurde aber später Mitglied einer Baptistengemeinde, wo er sich auch taufen ließ.
Man erzählte sich schon in der Kindheit Seymours davon, dass dieses Kind spirituelle Träume und Offenbarungen hatte. Auch hier sehen wir schon von Anfang an eine okkulte Strömung. 1903, nach einer Ausbildung, arbeitete Seymour in Texas und Louisiana als Prediger. Er besuchte eine Gemeinde der Heiligungsbewegung in Houston, die von Lucy Farrow geleitet wurde. Und im Jahre 1905, also ein Jahr vor Entstehung der Pfingstbewegung, übernahm er schließlich die Leitung dieser Gemeinde. Da Lucy Farrow vorübergehend als Gouvernante für Charles Parham in Kansas diente. Und seht ihr, auf diesem Wege entstand der Kontakt von Seymour zu Parham. Charles Parham hatte im Dezember 1905 in Houston eine Kurzzeit-Bibelschule begonnen. Nach den Prinzipien von Frank Sanford, The Holy Ghost and Us Bible School. Diese Bibelschule durfte aber nur von Weißen besucht werden wegen der Rassentrennungsgesetze in den USA. Aber dann fand man einen Weg, wie der Schwarze William Joseph Seymour doch an den Vorlesungen teilnehmen konnte. Man setzte ihn in den Gang außerhalb vom Vorlesungssaal, ließ aber die Türe einen Spalt offen, sodass er lauschen konnte, was im Vorlesungssaal gelehrt wurde. Und gelehrt wurde natürlich das, was Charles Parham als die Lehre über Geistestaufe und Zungenrede, über Endzeit und Erweckungen und all diese Dinge lehrte. Also nahm er das ganze Lehrgut und diesen Geist von Charles Parham in sich auf. Julia Hutchins, Pastorin einer kleinen Heiligungsgemeinde in Los Angeles, hatte wiederum Kontakt zu Lucy Farrow und trat aufgrund dieser Kontakte an Seymour heran, er möge doch die Leitung dieser Gemeinde übernehmen. Nun, Parham ließ Seymour nur sehr ungerne ziehen, aber schließlich gab er doch seine Einwilligung. Und so erreichte dann Seymour im Jahre 1906 Los Angeles und begann in dieser Gemeinde zu dienen. Das war der 22. Februar des Jahres 1906. Aber jetzt hört einmal. Schon wenige Tage nachdem er seinen pastoralen Dienst in dieser Gemeinde angetreten hatte, verwehrte man ihm den Dienst in dieser Gemeinde. Man warf ihn im Grunde heraus. Aber wie das immer so läuft, er hatte einige Anhänger um sich geschart und die versammelten sich nun in der Bonnie Bray Street und dann hielten sie dort Hausversammlungen. Zwischen dem 9. und 12. April des Jahres 1906 kam dann in dieser Hausversammlung ein vermeintlicher Durchbruch des Heiligen Geistes. Die Leute empfingen angeblich die Geistestaufe und begannen in neuen Sprachen und in neuen Zungen zu sprechen. Dies geschah noch in der Bonnie Bray Street in Los Angeles, aber natürlich zog das sehr schnell viele Neugierige an. Und weil der kleine Kreis schnell wuchs, musste man umziehen und dann begab man sich in der Azusa Street 312 und dort hielt man am 14. April eine erste Versammlung und dieser Ort und dieser Name und diese Straße und dieses Datum gilt allen Pfingstlern heute als der Ursprungsort, als der Beginn der amerikanischen Pfingstbewegung, die sich dann schnell global ausbreitete. Aber seht ihr die Wurzeln, seht ihr die Quellen? Frank Sanford, Charles Parham, William Joseph Seymour. Alle der gleiche Geist, alle die gleiche falsche Lehre, alle die gleichen Verirrungen. Die folgenden Eckpunkte wurden besonders betont. Erstens, Glaube an Jesus Christus. Da können wir doch von ganzem Herzen Amen dazu sagen. Zweitens, vollkommene Heiligung als zweites Werk der Gnade. Das müssen wir ablehnen, denn eine vollkommene Heiligung auf dieser Erde, eine vollkommene Sündlosigkeit wird es nicht geben.
Das waren die extremen Lehren der extremen Flügel der Heiligungsbewegung. Die Taufe im Heiligen Geist mit Zungenreden und Sprachenreden, da müssen wir ein klares Nein dazu sagen. Unbiblisch, nicht haltbar. Körperliche Heilung durch Gebet und Glauben, naja, ich will es mal so sagen. Ich glaube, Gott heilt auch heute noch auf Gebet hin, auch schwere Erkrankungen. Aber das, was Pfingster und Charismatiker daraus machten, mit ihren Heilungsveranstaltungen, das müssen wir ablehnen. Und drittens, die baldige Wiederkunft des Herrn. Auch da können wir ein Amen dazu sagen. Das lehrt die Heilige Schrift und das sollten wir auch verkündigen. Und so sehen wir, hier ist Wahres mit Unwahrem, Biblischem mit Unbiblischem vermengt. Und das ist das Kennzeichen aller Verführung. Schon sehr früh im Oktober des Jahres 1906, also gerade einmal ein halbes Jahr nach Entstehung der Pfingstbewegung, wurde deutlich, dass es zwischen Seymour und Parham zu Spannungen und Konflikten kam. Charles Parham, der vieles scharf kritisierte, was sich in der Azusa Street zutrug, wurde im Oktober 1906 der Zugang zu den Versammlungen verwehrt. Aber was war genau der Grund für solche drastischen Maßnahmen? Robert Sliderton fasst die Ereignisse in seinem Buch Gottes Generäle zusammen. Als Parham am Gottesdienst teilnahm, beobachtete er mit Entsetzen, was sich um ihn herum ereignete. In der Azusa Street Mission tanzten und schrien die Leute nicht nur, sie zuckten und sie schüttelten sich auch. Die Atmosphäre war stark emotional geladen. 3 Jahre später, um 1909, wurde der Besucherstrom zur Azusa Street allmählich immer weniger. Und William Joseph Seymour, der Vater der amerikanischen Pfingstbewegung, begann mit einem Reisedienst vorwiegend unter schwarzen Gemeinden. Er verlor als geistlicher Leiter in der entstehenden Pfingstbewegung immer mehr an Einfluss. Interessant ist, dass er im Jahre 1915 ein Buch mit dem Titel Doctrines and Discipline veröffentlichte und schon im Vorwort schreibt der Vater der amerikanischen Pfingstbewegung, ich zitiere, dieses Werk wird eine offene Tür sein für Hexen und Spiritisten. Reißende Wölfe können in jede Gemeinschaft eindringen durch das Zeichen der Zungenrede. Die Pfingstbewegung verbreitete sich dann rasch global in die ganze Welt aus und der Herzensboden war durch die extremen Flügel der Heiligungsbewegung im Grunde dafür auch schon vorbereitet. In Deutschland reagierten die nüchternen Brüder im Jahre 1909 mit der Berliner Erklärung, in der man sich von der Pfingstbewegung distanzierte. Einige der Unterschreiber, wie etwa die Geschwister Dallmayr, waren anfänglich selbst überzeugt, dass es sich bei der aufkommenden Pfingstbewegung um eine echte Erweckung handelte. Aber sie sahen in den Versammlungen, die sie besuchten, dass dies nicht der Geist von oben sein kann, sondern dass dies ein Geist von unten sein muss. An den Früchten erkannten sie, dass es nicht die Frucht des Heiligen Geistes sein konnte. August Dallmayr schrieb über jene Zeit, als er von dem falschen Geist in die Pfingstbewegung gezogen wurde. Also eine Zeit, wo er noch keine Klarheit hatte. Ich zitiere, ich selbst habe mich von ihm eine Zeit lang blenden lassen, bin aber, dem Herrn sei Dank, wieder seinen Händen entronnen. Ich habe viel, viel gelernt. Und so sehr ich den Betrug und meine mangelhafte Wachsamkeit bedauere und mich vor dem Herrn zu beugen hatte, so danke ich doch Gott, dass er es zugelassen hat, dass ich durch diese Bewegung Satan besser kennenlernte als je zuvor in meinem Leben. Nun, jeder Aufrichtige kann verführt werden,
Und jeder Verführte, der aufrichtig ist, kann auch wieder auf den geraden Weg, auf den schmalen Weg Jesu kommen. Der Prediger und Evangelist Johannes Seitz, er lebte von 1839 bis 1922, gehörte ebenfalls zu den Unterzeichnern der Berliner Erklärung. Er war am Anfang noch überzeugt, man könnte diese Bewegung und auch die leitenden Brüder korrigieren. Er war ja 50 Jahre schon im Dienst, also ein erprobter Mann Gottes mit viel geistlicher Erfahrung. Kurze Zeit hoffte er also auf Einsicht der pfingstlichen Brüder und er wandte sich in einem brüderlichen Gespräch und später in einem Brief an diese Brüder. Und ich möchte euch einen größeren Abschnitt aus diesem Brief vorlesen. Johannes Seitz schreibt noch vor der Berliner Erklärung, als er noch darum ringt, dass die Brüder zur Einsicht kommen und Korrektur annehmen, Folgendes. Diesen biblischen Gesichten, Erscheinungen, Offenbarungen, Visionen gegenüber steht die Tatsache, dass es so viele Visionen, Offenbarungen, Erscheinungen, Verzückungen gibt, welche den biblischen ganz ähnlich sind, aber von 100 derselben sind immer 99 von bösen Geistern, von Satans Engeln, die sich in Lichtengelsgestalt verstellen. Diese falschen Offenbarungen und Erscheinungen sind besonders in unseren Tagen so entsetzlich verbreitet und haben so viele Gestalten, dass es ganz in der Luft liegt. Stilling sagte schon im 18. Jahrhundert, der Satan werde sich vor seinem Sturz in die heiligsten Larven verlarven, um die Auserwählten zu verführen. Ich bin jetzt 50 Jahre als Missionsarbeiter tätig, kam früher vom Süden bis zum Norden Deutschlands herum und fand überall solche, welche, als sie sich bekehrt und Leben von oben und den Geist Gottes empfangen hatten, sich betrügen ließen von falschen Offenbarungen und Erscheinungen, da ihnen Christus oder Engel erschienen. Und alle oder fast alle, welche sich von falschen Geistern täuschen ließen, kamen auf Abwege, in Schwärmerei, in frommen Größenwahn, ja manche wurden vom Teufel besessen. Ich habe schon verschiedene in unseren Anstalten gehabt, die besessen oder geisteskrank waren. Sie hatten Erscheinungen, wo Christus oder ein Engel ihnen erschien. Diese Erscheinungen waren oft herrlich, wunderbar, ganz den biblischen Erscheinungen ähnlich. Dadurch, dass sie diesen falschen Christus- und Engelserscheinungen glaubten, kamen sie unter einen hochmütigen Schwarmgeist. Es kostete dann viele Kämpfe, bis sie wieder frei wurden. Oh, wie viele, viele lassen sich narren und kommen dann auf ihr Wege und werden Werkzeuge falscher Geister. Das hat uns gelehrt, dass man alles, was nicht haarscharf mit dem Worte Gottes übereinstimmt, abweist und nicht aufnimmt. Wo liest man in der Bibel, dass die Leute, über welche der Geist Gottes kam, auf den Rücken gefallen sind, ihre Gestalt verzerrten, zitterten, sich ungebärdig stellten? Und dann wendet er sich mit einem letzten Wort direkt an die Leiter der Pfingstbewegung in Deutschland. Sie können sehen, welche Verantwortung sie auf sich laden, wenn Dinge in die Bewegung hereinkommen, die nicht mehr schriftgemäß, nüchtern und echt sind. Es braucht nicht einmal viel Falsches, Unbiblisches, Unnüchternes hereinzukommen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert bald den ganzen Teig, sagt die Schrift. Verzückungen, Offenbarungen, Erscheinungen sind bei uns so billig wie die Brombeeren und es würde noch viel mehr solche geben, wenn wir etwas darauf geben und diese Dinge nicht bekämpfen würden. Ich hoffe, Sie werden bald erkennen, dass es ein Stück wahrer Bruderliebe ist, wenn man auf Gefahren hinweist, die man aus tausendfacher Erfahrung selbst kennengelernt hat. Auf ein offenes Ohr sind diese Worte
bei den verantwortlichen Pfingstbrüdern leider nicht gestoßen. 1909 war Johannes Seitz dann ein Mitunterschreiber der Berliner Erklärung. Und nun geschieht etwas Interessantes. Als 1907 und 1908 die ersten Pfingstmissionare vom Missionsfeld zurückkamen, mussten sie alle ernüchtert einräumen, ja, das Sprachenreden, das Zungenreden, das wir bei unserer vermeintlichen Geistestaufe empfangen haben, ist eben nicht eine durch übernatürliche Salbung empfangene Fremdsprache, sondern die Missionare, die da draußen waren, stellten fest, die Leute verstehen uns nicht. Ich habe übrigens mal in England einen Pfingster erlebt, der eine pakistanische Nachbarschaft hatte. Und das waren so Einfamilienhäuser nebeneinander. Und jedes Mal, wenn die pakistanische Frau dann aus der Türe rausgekommen ist, um vielleicht Wäsche aufzuhängen, dann rannte er zum Zaun und fing an, in neuen Zungen zu reden. Naja, beim dritten Mal hat die pakistanische Frau dann Angst bekommen, weil die wusste nicht, was er will. Er war der festen Überzeugung, wenn ich jetzt im Glauben an den Zaun gehe und dann kann ich in Pakistanisch einfach das Evangelium verkündigen und dann wird sich diese Frau bekehren. Statt dass man sich dann auf die Knie begeben hätte, statt dass man dann die Schrift untersuchte, ob es sich denn auch so verhielte, wie man von Parham und Seymour und Frank Sanford gelehrt worden war, beugte man sich nicht unter die Schrift, sondern man beugte die Schrift aus der Sprachenrede, aus dem Zungenreden, das ja angeblich eine empfangene Fremdsprache sei, ohne dass man sie erlernen müsste, machte man dann eine persönliche Gebetssprache zur eigenen Erbauung. Und das ist bis heute so. Das enorme Wachstum der Pfingstbewegung in den USA und anderswo kann man nicht so erklären, dass man sagt, ja, da ist der Heilige Geist auf die Menschen gefallen und so haben sich viele Menschen bekehrt. Sondern es waren Transferchristen. Die größte Denomination in den USA war damals die Christian and Missionary Alliance und die verlor mindestens ein Drittel ihrer Mitglieder an die Pfingstbewegung. In Deutschland verhielt es sich ähnlich. Viele derer, die in den extremen Flügeln der Heiligungsbewegung verortet waren, sind zu den Pfingstern hinübergewechselt, weil sie glaubten, dort habe man eine besondere Vollmacht und urchristliche Gaben, wie man sie eben in anderen Denominationen und Kirchen nicht hat. Wir haben das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und nichts, was sich in dieser Bewegung unter Pfingstern und Charismatiker als urchristliche Gaben des Heiligen Geistes manifestiert, ist wirklich vom Heiligen Geist gewirkt. Und diese Bewegung, so sagt ja auch Karl Hermann Kaufmann immer, hat eigentlich nichts zu bieten, was wir nicht schon haben. Die Taufe im Heiligen Geist wird im Neuen Testament 7-mal erwähnt. 4-mal als Ankündigung durch Johannes den Täufer. Matthäus 3, Vers 11, Markus 1, Vers 8, Lukas 3, Vers 16 und Johannes 1, Vers 33. Da spricht Johannes, der Täufer, der aber nach mir kommt, Jesus, ist stärker als ich, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also 4-mal in den Evangelien haben wir diese Ankündigung. Die 5. Schriftstelle zur Taufe mit dem Heiligen Geist finden wir in Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 5. Und als er, Jesus, mit ihnen, den Jüngern, zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir vernommen habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden in diesen Tagen. Das ist die 5. Schriftstelle von 7. Nun, die 6. Schriftstelle finden wir in Apostelgeschichte 11, Verse 15 bis 16.
Und da muss sich Petrus verantworten, weil er bei den Heiden war, das Evangelium verkündet, der Heilige Geist fällt auf die Heiden. Und Petrus sagt dann in Jerusalem zu den Aposteln: Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, also die Heiden, gleich wie auf uns am Anfang, also gleich wie auf uns Juden am Anfang Apostelgeschichte 2. Ihr seht, hier haben wir das eine Ereignis, das ist die Geistestaufe, Apostelgeschichte 2 für die Juden. Und hier haben wir das zweite Ereignis, die Geistestaufe für die Heiden, für die Nichtjuden. Weiter sagt Petrus, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Das war die klare Botschaft. Der Heilige Geist war nun nicht beschränkt auf nur die Juden, sondern Jesus liebt alle Menschen, alle Rassen. Und wenn wir das Evangelium verkündigen und Menschen bekehren sie, werden sie im Augenblick ihrer Bekehrung mit dem Heiligen Geist getauft. Sie brauchen keine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Warum bin ich mir da so sicher? Die siebte und die letzte Bibelstelle im Neuen Testament über die Geistestaufe finden wir nämlich in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Das heißt, jeder, der echt wiedergeboren und bekehrt ist, ist mit dem Heiligen Geist getauft. Er braucht sich nicht auszustrecken nach einer zweiten Erfahrung der Geistestaufe, wie Pfingster und Charismatiker es lehren. Fünf Bibelstellen kündigen also die Geistestaufe an und in zwei Bibelstellen sehen wir, wie die Geistestaufe sich unter den Gläubigen verwirklicht hat. So einfach, so klar ist das Wort Gottes über die Lehre der Geistestaufe. Die Heilige Schrift spricht an keiner Stelle in den neutestamentlichen Briefen davon, dass wir etwa nach einer zweiten Erfahrung der Geistestaufe streben sollten. Wir alle werden zum Zeitpunkt unserer Bekehrung mit Heiligem Geist getauft und in den Leib Jesu eingegliedert. Jakobus 3, Verse 14 bis 15. Lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Das Seelische, das Religiöse im Fleisch, im alten Menschen, in der alten Natur des Menschen, das muss sich beugen unter das Kreuz Christi. Es muss in den Tod gegeben werden. Und das ist ein großes Problem unter Pfingstern und Charismatikern, dass sie nicht unterscheiden können zwischen seelischem und schlimmstenfalls zwischen wahrem biblischen Wirken und dämonischem unbiblischen Wirken. Nach Hebräer 4, Vers 12 scheidet Gottes Wort Geist von Seele. Das Seelische vom Geistlichen. Und darum müssen wir in der Wahrheit gegründet sein und in der Wahrheit gegründet bleiben. Noch ein letztes Wort über die falschen charismatischen Propheten dieser Tage. Sind die Jacobs, die in den USA und auch hierzulande unter Charismatikern sehr beliebt, bekannt und verehrt ist als eine Prophetin, hat im Jahre 2020, also das ist schon über eineinhalb Jahre her, vorhergesagt, dass eine große Erweckung in den USA und weltweit kommen würde. Die Corona-Krise sei nur ein kurzer Versuch des Teufels, das aufhalten zu wollen. Wir sind mittlerweile fast zwei Jahre in dieser sogenannten Pandemie und wir sehen noch immer keine Erweckung. Und ich habe lange die Prophetien der pfingstlich-charismatischen Propheten gesammelt, über 20 Jahre, und keine der konkreten Prophetien haben sich jemals ereignet.
Sean Bolz, Pastor und Prophet, sagte am 28. Februar 2020, vor 1,5 Jahren, zur amerikanischen Presse: Der Herr zeigte mir das Ende des Coronavirus, jetzt wendet sich das Blatt. Er sagte zu Fox News, Zitat: Es wird nicht zu einer Pandemie kommen. Kann man heute noch nachlesen. Kurze Zeit später, 2 Wochen etwa, bestätigte die Weltgesundheitsorganisation, dass es sich bei dem Coronavirus um eine Pandemie handelt. Bill Johnson, führender US-Charismatiker und Pastor der Bethel Church, der momentan ungemein an Einfluss gewinnt hier in Deutschland in der Pfingstbewegung und vor allen Dingen auch unter den freien charismatischen Gemeinden, vor allen Dingen auch durch die Musik, sagte in einer Predigt im März 2020, also vor 1,5 Jahren, die Gläubigen müssten nur im Glauben ein Dekret aussprechen gegen diese Pandemie, gegen Krankheit, und dann müssten die Engel Gottes ihnen zu Diensten sein und würden dann als geistliche Kämpfer in der unsichtbaren Welt die Pandemie und alle Krankheit bekämpfen. Er sagte, die Pandemie vor 1,5 Jahren sei der Zündfunke für eine massive Heilungsbewegung und Erweckung, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Gut, wir warten da schon seit Jahrzehnten darauf. Gleichzeitig haben die Leiter der angeschlossenen Bibelschule, die nennt sich übrigens Bethel School of Supernatural Ministry, also die Schule des übernatürlichen Dienstes, haben sie ihre Schüler angewiesen, nicht mehr in die Krankenhäuser zu gehen wegen der Ansteckungsgefahr. Und ich musste schmunzeln, als ich bei den Heilungsräumen, die in Deutschland ja mittlerweile auch schon zu Dutzenden in charismatischen Kreisen angeboten werden, ein Schild gelesen habe, wo es hieß: Heilungsräume wegen Corona geschlossen. Ja, da hätten doch die Pfingster und Charismatiker mal beweisen können, dass ihre Geistestaufe und ihre Fähigkeiten, Kranken zu heilen, sich auch wirklich realisiert. Es ist die gleiche bittere Wurzel und Quelle, aus der die ursprünglichen Pfingstler und Charismatiker getrunken haben, die auch heute noch wirkt in diesen vor allen Dingen extrem charismatischen und extrem pfingstlichen Kreisen. Ich möchte aber auch noch eines sagen. Es gibt unter Pfingstern und Charismatikern auch moderate Vertreter. Ich meine, es werden immer weniger. Und viele dieser moderaten Vertreter, sie lehnen diese extrem charismatischen Auswüchse ab. Aber sie müssen sich dennoch einmal die Frage stellen, ist denn die Lehre, die ich vertrete, auch als Moderator, als sehr gemäßigter Pfingster oder Charismatiker, ist diese Lehre denn biblisch und sind auch die moderaten Manifestationen vom Heiligen Geist gewirkt oder eben doch nur seelisch? Ich sage das wirklich mit herzlichem Erbarmen über diese irre geleiteten Schafe. Es gibt unter ihnen wiedergeborene, aufrichtige und hingegebene Christen. Aber dennoch sind es irrende Geschwister. Der ehemalige Pfingstler Rudi Holzhauer, er lebte übrigens hier in Pforzheim, sagte einmal, wie schwer es selbst für aufrichtige Charismatiker ist, aus der Schwärmerszene auszusteigen und selbst nach gelungenem Überführtsein einzusehen, dass sie vom Sockel ihrer vermeintlichen Geistlichkeit und Begnadung herunter müssen, ist mir aus langjähriger Erfahrung und an mir selbst bewusst geworden. Der Charismatiker und Pfingstler ist so stark auf sein, manchmal einmaliges Erlebnis fixiert, dass ihm die Möglichkeit eines Betruges oder Selbstbetruges unvorstellbar erscheint. Rudi Holzhauer wurde tief zerbrochen in seiner Wahrheitssuche, ob die Bewegung, der er lange angehörte, eine Bewegung ist, die vom Heiligen Geist gewirkt ist. Da, wo der Heilige Geist ist, ist Nüchternheit und Besonnenheit. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist Freude an der Gemeinschaft mit Jesus und an der Gemeinschaft mit Gottes Wort.
Da, wo der Heilige Geist ist, da werden wir in alle Wahrheit, in die Wahrheit des Wortes Gottes geführt. Und der Heilige Geist will vor allen Dingen eines. Er will Jesus groß machen und will Jesus verherrlichen. Wir wollen noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Geist, deinen Heiligen Geist in unsere Herzen gesandt und ausgegossen hast. Und dass dein Heiliger Geist in uns zu Söhnen und zu Töchtern des lebendigen Gottes macht. Und ich bitte dich darum, dass du uns die wahre Führung und Leitung deines Heiligen Geistes gibst, damit er uns in alle Wahrheit leitet, damit er uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir durch unser Leben und durch die Frucht des Geistes in uns den Namen Jesus Christus, deines Sohnes, verherrlichen. Ich bitte dich in diesen Zeiten der Verführung, dass du uns allen Unterscheidungsvermögen gibst, dass wir unterscheiden und verstehen, was ist Geist, was ist Seele und was ist Okkult. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, die listigen Anläufe des Teufels zu erkennen und sie abzuweisen. Und dass du uns leitest durch dein Wort und durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen.